Hallo Tobias, schön, Hallo. Dass du da bist. Ja, freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir dürfen uns kurz vorstellen. Mein Name ist Arne Meyer. Ich bin verantwortlich für die Weine und die Weinbereitung in der Genossenschaftskellerei Heilbronn. Ja, mein Name ist Tobias Heinrich vom Weingut G.A. Heinrich hier in Heilbronn und gemeinsam mit meinem Bruder führen wir das Weingut, das Familienweingut. Wir sind heute hier, um was Besonderes zu probieren, nämlich ein Cuvée, der Heilbronner Bürgerwein. Ja, dann wollen wir mal sehen, was wir da zusammen kreiert haben. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein sehr besonderer Cuvée. Es ist sicherlich auch außergewöhnlich, dass die Genossenschaft oder seine Genossenschaft mit einem kleinen Weingut zusammen ein Projekt startet und eine Cuvée kreiert. Sehr kräftiger Rotwein. Auf der Maische gegoren, trocken, dann im Holzfass ausgebaut. Genau, und die samtliche Art so ein bisschen, die Burgunder wurden von der Genossenschaft Heilbronn hier beigesteuert, was also sicherlich für den samtlichen runden Körper sorgt. Und von uns werden dann die Lemberger Trauben beigesteuert und die sorgen halt für ein bisschen mehr Würze und so einen animierenden Trinkfluss mit einer schönen Frische. Ja, also geschmacklich echt gelungen, besondere Cuvée. Und es besteht auch noch eine weitere Besonderheit, denn der Wein ist ein gemeinsames Projekt von uns mit der Bürgerstiftung und dem Verkehrsverein. Um den Weinpanoramaweg zu unterstützen, gehen 2 Euro pro verkaufte Flasche an den Verkehrsverein, der sich um den Erhalt des Weges kümmert. Ja, und jetzt ist natürlich ganz wichtig, wo kann man diesen Wein kaufen? Ja, den gibt es einerseits hier in der Genossenschaftskellerei in Heilbronn zu kaufen, bei uns im Weingut G.A. Heinrich oder in der Touristinfo in Heilbronn, aber auch online selbstverständlich erhältlich. So. Zum Wohl. Zum Wohl.